früher entscheiden lassen. Jetzt vorsichtig. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Was willst du jetzt tun? Darf ich drücken? 1, 2, 3. Falls du deine Macht aufgibst, wird die Welt unter meinem Schutze weiter leben wie bisher. Deine Macht, ja, blabla, ist zu groß für diese Welt. Sehr schön. So, wie die andere Blutung. Ja. Also, jetzt kriegen wir die Entscheidung. Na klar, die haben auch einfach vergessen, euch dort einzusetzen. Rü kann sich nicht entscheiden. Nicht ohne erst seine Freunde zu fragen. Natürlich, aber Siegbert. Pukiru, du musst an dich selbst glauben und an... Ja, hat Pukiru gesagt. Und da wieder Puh. Süß. Das Spiel ist jetzt mies. Jetzt dürfen wir entscheiden, ob wir Rü am Leben lassen wollen oder ob er seine Macht, also seine Brutmacht aufgibt und dann, ja, sich sozusagen opfert, könnte man sagen. Dann wäre das Spiel auch vorbei, dann wäre einfach Game Over, als ob wir irgendwie einen Kampf verloren hätten. Voll schlimm. Ja, natürlich, wenn man jetzt einmal schnell drückt, man. Ja, natürlich, du kämpfst gegen den Gott mit einer Schaufel oder was? Ich hab ne Gabel. Mann, ich hab die Augen von diesem komischen aus X-Men mit der Gabel. Die will ich auch haben, die Augen. Oder unsichtbar. Nimm deine Brille ab, wenn ich mit dir rede. Wie ist es wirklich? Ja, Mann. Das wäre es aber. Okay, wir haben uns entschieden. Eine Entscheidung, von der das wohl, ja, oder mal. Hm. Tor 1 oder Tor 2. Die Macht der Wut aufgeben und in einer friedlichen Welt leben, über die Myria wacht oder an die Macht der Brut glauben und in die leere Wüste ziehen, wo unbekannte Gefahren lauern. Rüher entscheidet sich für... Wenn wir jetzt Aufgabe der Macht drücken, haben wir das Spiel verloren und sind Game Over. Und wenn wir jetzt den eigenen Weg wählen, dürfen wir... Aber oben wird doch der Speicherstand gelöscht und alles, was ihr... Ja, natürlich, der PC löscht sich, nee, Festplatte sind leer. Nein, aber nur der Speicherstand. Wir machen auf jeden Fall den eigenen Weg gehen. Rü wurde bewusst, dass er seine Macht nicht aufgeben kann. Ja. Und damit haben wir uns jetzt gerade einen Feind gemacht. Dir bewusst, was du imstande bist zu tun, wirklich? Aber Siegbert, dir mich zum Feinde zu machen, bedeutet, dich gegen die ganze Welt zu stellen. Ich vertraue darauf, dass die Brut nicht so törlich ist. Komm, lass deine Waffen fallen. Rü erkannte, dass es unklug war, eine Göttin herauszufordern. Aber er steht dazu. Oh, Rü! Mein armer Rü! Die nervt irgendwie die Göttin, oder? Ich finde die ja richtig böse, richtig egoistisch und arrogant irgendwie. Ja. Voll cool, Doppelpunkt Myria, Doppelpunkt. So richtig hervorgehoben. Thank you.
Tja. Pecco ist sehr weise. Zum Wohl der Welt musst du sterben. Okay. Okay. Kann ich mit leben. Einfach so eiskalt. Wähle drei Leute aus, die gegen die Göttin kämpfen. Auf den Moment habe ich gewartet. Obwohl sie jetzt... Ja, Yugi? Wo ist Yugi? Ja, und Joey, Mann. Joey Wheeler und Yugi möchte ich haben. Abwehrhaltung. Ich setze Obelisk den Peiniger. Und... Ja, natürlich. Es schmerzt mich. Es betrübt mich, meine Kinder. Dass ich meine Waffen gegen euch erheben muss. Was sind das für Waffen? Gegen das Leben, das ich beschützen geschworen habe. Die übertreibt zwar mit ihrer Form. Ich glaube, die hat 100.000 KP oder so. Oder 50.000. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab den noch nie geschafft. Ich hab den noch nie besiegt ohne Cheats. Ich kann nicht mehr haben als ein Bär. Bitte nicht. Ich hatte die, glaube ich, das erste Mal... Ich glaube, vor 6 Jahren oder so habe ich die mal versucht. Ninja, zu übertreibt sie voll. Oh, zu böse. Leb wohl, meine Kinder. Von der hätte ich jetzt an. Tschüss. Ja, sieht schon nicht mehr so toll aus. Jetzt übertreibt sie richtig mit ihrer Form. Zieh euch das mal rein, Alter. Boah. Ah, voll gruselig. Man sieht schon ein bisschen die Form. Die Insel schwebt. Glaube ich. Da ist unser Stein und da ist Myria. Sehr sexy, oder? Sehr sexy. Das ist ein Gott. Endboss. Rühmacht. Erstmal besteigen wir zum Kaiser. Und dann machen wir Knochenbrecher erstmal. Nee. Klar. Erstmal, stimmt. Okay, mal erstmal die Kaiserform. Wir machen... Teilt alle Hilfsmagie. Hit Abwehr und Gegenangriff. Nein, das ist doch Blödsinn. Hit Magie Abwehr eines Zieles. Von wem? Dich selbst vielleicht. Pecco macht Kriegsruf. Ich mach Standglas gleich. Okay, macht heilig.